Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Matty vs. Priest. Ja, ihr merkt schon, heute ist etwas ein bisschen anders. Ihr hört heute eine weibliche Stimme. Ich bin heute da, um den Jungs mal so richtig Feuer unterm Arsch zu machen. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie das ausgehen wird. Und sag mal, hallo Jungs. Ich weiß ganz genau, wie das ausgehen wird. Ja, ich bin, ist doch klar. Priest wird ja abgefackelt und dann war's das. Ich bin safe, Mutan. Ein ganz kurzes Wort zur Map. Es ist ein riesiger Baum. Und Julia ist dafür da, dass der Baum von unten angezündet wird, auch teilweise von den Seiten. Und dann, ich stelle mich jetzt nicht auf ein langes Match ein. Das wird ganz schnell zu Ende sein. Und wer runterfällt, der verliert. Ich weiß gar nicht, wie das unten aussieht. Ist da Wasser oder ist da pralle Erde? Das siehst du ja dann gleich, wenn ich dich runterschieße. Genau. Ja? Okay. Ich bin ja anfangs immer gnädig und zünd erstmal ein bisschen unten rum an. Ganz großzügig. Der braucht richtig Feuer. Der braucht das. Ich brauche das überhaupt nicht. Du weißt, Herr Priest, du musst mir ja dann später das Geld noch überweisen, weil du Ja, hast ja richtig. gesagt, Genau. Ja, so gewinnt er nämlich und anders nicht. Haben wir's raus jetzt. Hey, als ob Tyson gewonnen hat, weil er so gut war. Ne, der hat dem anderen Ohr abgebissen. Ja. Genau, bist du schon am Zündeln? Na und wie? Okay. Also hallo, meinst du, ich lasse euch da jetzt mordsmäßig Vorsprung und Vielleicht so? warte noch, es ist noch. Es ist noch angenehm hier, es ist noch nicht heiß. Noch nicht heiß genug. Ja, das kommt noch. Es kommt noch. Ich muss mich ja so ein bisschen verstecken. Wenn man so ein bisschen so Sachen baut, ne, dann ist man ja in einer schwächlichen Position. Dann könnte es ja sein, dass man dann sofort aufs Maul kriegt. Und das ist dann auch die Situation, wo man dann so die schnellen Finger kriegt und dann nicht das drückt, was man drücken möchte. Ja, wie ich das ja immer habe. Ja, wo du Einfach auf zu einem nervös. Strick drückst und nur noch schleichst. Und dann Ja, wird das das war ja zu schwer. wohl, also. Okay. Naja. Ja, es brennt sich schon nach oben, also Okay. Jungens, Ich kann ja es mal wird gucken. brenzlig. Haha, Aber what witz is incoming. in dieser Map ist auch ganz viel mit Zäunen gearbeitet. Das heißt, jemanden darunter zu schmeißen, sollte es jetzt nicht so einfach werden. Ich könnte euch ja suchen und selbst schubsen gehen. Ja, genau. Das ist dann der Mega-Endgegner noch dazu. Hauptsache, das Spiel ist noch ein bisschen nerviger. So, jetzt lassen wir mal ein bisschen was. Schauen wir mal, wo ihr euch so rumtreibt. Vielleicht Das kann ich euch ja Schlimme sind wirklich Feuer ganz unter den Arsch einfach nur machen. diese NPCs, ey. Und was ich noch dazu sagen möchte, wir haben keine Möglichkeit, hier Steine zu suchen. Das heißt, so hochbauen und dann ganz lame sich so einen kleinen Ausguck zu schaffen, während alles darunter wegbrennt, ist nicht. So, ich bin gespannt. Oh Gott. Naja, es ist schön, euch zuzuschauen, wo ihr so hinrennt. Könnte sein, dass Priest das nämlich macht. Das ist ja gerne so einer, der sowas tut. So Ja, es. Kirchgängerkandidat. Das ist auch deine Taktik ist das doch, ne? Kirche, genau. Man erinnere sich, wer da denn. Ich glaube, das haben wir noch nicht hochgeladen, wo dieser Part schon ist. Das ist eine Sache, ja, okay, das war auch nicht koscher, was ich da gemacht habe. Gebe ich zu. Also der halbe Baumstamm brennt schon. Das ist. Also die Hälfte sind wir schon oben. Es sind auch so ein paar Orte, wo ich mir denke, ist das jetzt alles weggeflammt worden oder war das nie fertig? Oh Gott. Oh, ich bin schon wieder so nervös. Es ist Ich noch. auch! Ich kann hier überhaupt nichts mehr machen. Ich bin total angespannt. Wo bist du? Du kriegst auch hier den Tunnelblick. Das ist total eklig. Wo bist du denn? Das wollte ich schon immer mal machen, Jungs Feuer und im Arsch machen und dann noch gleich Ja. zwei auf einen Streich. Das ist so perfekt. Aber nur einer wird sterben hier. Ah, wenn ich dafür sorge, dann sterben beide. Ja, okay, Gott, oh gut, Gott, das oh Gott, ist. ja. Hand Gottes Schauen wir hier. mal. Oh Mann. Ich bin ja noch so ein bisschen am Überlegen, Ich habe ob hier ich den richtig Baum alleine Herzklopfen arbeiten gerade. lasse Ich oder ob ich auch. oben auch ein bisschen was anzünde. Überall. Überall. Gib alles. Vielleicht nicht direkt die Leute anzünden. Das wäre ein bisschen ungeil, aber. Doch, geht auch. Schade. Wenn du da Ja, so aber einen Rambo findest, ne, dann hol den. das hast du doch gesagt, dass ich das mit Matti machen soll. Ja, das ist ja. Muss er ja nicht wissen jetzt. Das geht ja nicht. Ihr habt euch doch hier gegen Okay. mich verbündet. Ja, Alles in natürlich. Ordnung. Was denkst du Ich denn? bleib jetzt hier. Hier ist sicher. Wir zwei haben das zwar ausgemacht, aber das war mit Priest schon ausgehandelt, dass ich dich so weit bringe, dass du mit Haha, mir Termine siehste? ausmachst. Ja, Also, das wird ja wirklich das ist ein extrem. ganz perfides Spiel hier. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Okay.
Jetzt machen wir das mal ein bisschen anders. Jetzt gehen wir mal richtig hier die Tarzan-Taktik machen. Oh, oh mein Gott! Ich seh's auch, ey. Alter Falter! Jetzt ist aber auch bald King of the Hill hier angesagt. Boah. Ja, schauen wir mal, wo die Jungs sind, damit wir sie mal wieder sehen hier. Ich hab ein bisschen Angst. Ich drehe hier die ganze Zeit nur aus der Stelle, aber das passiert. Alter, und da auch! Oh nein! Da auch! Mami. Sollen wir ausmachen und wieder Amnesia spielen? Ja, das war nicht so scary. Das ist wirklich weniger Nervenkitzel als das hier. Oh Gott! Nein! Oh Gott! Mach keinen Scheiß! Hilfe! Oh. Hier ist die beste Position. Hier bleibe ich. Hier ist am besten. Müssen wir deinen Kontrahenten suchen? Hier ist super. Hat sich der denn verkrochen? Der hat sich bestimmt irgendwie so... Der hat die ganzen Ziegel abgebaut und sich hier so eine Kammer mitten in der Luft gebaut und wartet jetzt einfach, dass ich sterbe. Genau, das ist feige. Das ist feige. Es ist kein CS-Gas, also, dann ist es auch nicht feige. Doch. Okay. Kinder? Also, ich muss immer mal wieder sagen, der Matt Baron, der läuft mir schon seit den ersten 10 Sekunden hier immer über den Weg. Der ist so unvorsichtig. Aber ich weiß einfach nicht, was das Beste ist, weil ich hab einfach rein, macht nichts. Geh ich bei drauf, weil ich wieder so nervös bin. Bin jetzt schon wieder am Zittern. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht unbedingt so anzünde, dass es für euch beide fies wäre. Sonst bin ich hinterher schuld, wenn einer von euch beiden verliert. Ach, das geht schon. Was wird das denn? Ist da jetzt ein Kuchen runtergefallen? Wow. Euer! Euer! Oh nein, oh nein, Euer! Jetzt geh weg, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Weißt du was? Hier, den kannst du haben, den! Alles! Richtig, hier gibt's Kartoffel, Junge! Der Baum löscht sich selbst. Der löscht sich, hier wird überhaupt nichts gelöscht, hier wird nur angezündet. Ja, Junge! Nein! Was ist das? Es ist abgestellt. Adrenalin pur. Was habt ihr angestellt? Ich hab's nicht gesehen. Angestellt? Warum ist das nicht explodiert, verdammte Axt? Jetzt geht's in die Luft. Ne, ja, genau. Adrenalin, das ist... Oh, ich muss... Oh. So, darf ich jetzt dich auch noch killen? Schauen wir mal, wie lange du überlebst. Wenn wir das so spielen, dann spielen wir das gerne. Ich möchte mir jetzt erstmal gucken, wie der Baum eigentlich jetzt aussieht. Na, der Creative verarscht mich gerade ein bisschen. Alter. So kannst du nicht zünden? Nee, ich kann gerade nicht fliegen. Jetzt, Anna. Ah. Ja, dann lauf, weil sonst werde ich fies. Ui. Mach ich dir Feuer unterm Arsch. Ist ja eh noch nicht genug hier. Hey! Ja, du musst gejagt werden. Das gibt's. Jetzt hau ich ab. Zu fies hier. Ja. Na? Schnell der Creative weg. Mag mich gerade. Nein! Junge! Ich kriege dich gerade auf den Kopf. Wo bist du denn? Das nehme ich nicht. Nein, das ist schon richtig, was da steht. Das ist in Ordnung. Jetzt kann man so. Das war jetzt wieder Nervenkitzel pur, oder? Ja, das ist schön. Ich bin mal creative. Dann zeige ich dir mal, wo du wieder lang gelatscht bist, wie er wieder Brote gesammelt hat. Ich Weizen für Brote. Hast du das ja gesehen? Dann flog er da lang und. Ne, flog nicht, aber. Ich finde das so unfair, dass du da die ganze Zeit mir dann so Terror machst. Ja, ich sehe dich, da bist du. Jetzt läufst du da lang, oh schön. Wo war das denn? Wo habe ich dich denn da gelegt? Das war doch... Ich glaube, das war hier. Hier muss das gewesen sein. Ja, irgendwo, wo es schon weg ist. Hier brennt alles, Mensch. Ich hätte aber auch nicht damit leben können, wenn Tarzan über Rambo triumphiert hätte. Ich habe Creative. Ich habe Glück. Ah, das war cool. Aber das hat auch alles gebrannt, oder? Ja, das wird schon ziemlich... Tricky. Und irgendwann war es so, dass ich nirgendwo mehr hin konnte. Und dann gucke ich mir einmal um die Ecke und dann ist da wieder eine Flamme und denke, ja, schön.
Ja, ich bin rundum geflogen und habe jeden Ast außen ein Blatt angezündet, damit sich das so richtig schön von außen nach innen reinbrennt. Ja. Und schön von allen Richtungen kommt. War auch richtig schön. Spaß gemacht. Also echt. Guck dir das mal an, das ist ja alles schon weg. Gestartet Wahnsinn. Bin ich hier in diesem Häuschen hier, in diesem... Ach so, da. Ja, und da habe ich mich dann... War das sogar das? Da kannst du dich auch super verschanzen, ne? Das brennt ja nicht. Und dann, du liefst ja hier auch wieder lang. Du bist ja hier auch wieder lang gelatscht da irgendwo und... Oh. Dann, ja, das ist immer das. Ich weiß nicht, was ist das Beste. Ne? Rennst du ihm jetzt direkt in die Arme und haust ihn kaputt? Weil das gerade war ja schon wieder... Das war sehr kritisch. Ja. Aber coole Sache. Ja, wirklich schön. War es denn einfach für dich, uns zu verfolgen? Ich habe euch zwischendrin nicht gefunden. Ich habe den Matti ein paar Mal gesehen, bis ich dann irgendwann gesehen habe, dass du noch ein Stückchen weiter oben warst. Ja, und in der Mitte drin wollte mich die Framerate nicht so lieb haben, weil da konnte ich dann plötzlich nicht mehr fliegen. Okay. Ja, aber der Matt Baron, der ist immer so unvorsichtig und... ja, ist so wirklich. Ja. Das war am Anfang auch meine Strategie, aber mittlerweile klappt das nicht mehr, weil du ja was dagegen machen kannst. Ja. Und warum ich immer gewonnen habe, war ja immer nur der Grund, weil du gedacht hast, ja, analysieren wir das mal, wie macht er das, mit welcher Taktik geht er da dran? Der hat einfach gar keine Taktik, der macht das irgendwie. Der macht das einfach, oder? Ja. Aber der Baum ist schon fies, der hat da innen eine Wasserquelle und das, wenn ein Stück weggebrannt ist, löscht es sich von selbst. Genau, das ist alles dann... Das ist nicht fair, das ist eigentlich auch so ein bisschen feige, ne? Dass sich der Baum selbst löscht? Mhm. Ich bin der Meinung, dass der Baum der wahre Verlierer ist. Ja, ist er auch. Ja, das stimmt allerdings. Aber das war schön, schön. Ich habe gewonnen. Ja, yeah. Glückwunsch. Ja. Ja, ich habe ja, wir haben ja gestern gelesen, dass er ja ein großer Fan ist, der ja immer für mich, immer für mich ist. Und ich muss sich aber leider immer irgendwie enttäuschen. Diesmal. Aber wir haben ja auch noch ein paar Parts abgedreht. Ja. Ja. Und bitte Maps schicken. Ja, ganz wichtig. Wenn das auch sowas in der Hinsicht sein soll, ist das gerne gesehen. Ich habe ja ein paar ganz liebe Mapbauer unter meinen Abonnenten und vielleicht hat ja jemand das Bock mal irgendwie was zu machen. Dann schickt es denen einfach zu. Das wäre natürlich super, ja. Ja. Und wir versprechen euch auch mehr TNT zu benutzen beim nächsten. Wenn es gewünscht ist, genau. Ja. Können auch mal so ein paar Specials machen, nur mit Bogen, Weitschießen zum Beispiel. Nur mit Bomben wollten wir auch später noch machen. Irgendwie mal so ein paar Specials. Ja, so ein Weihnachtsspecial nur mit Schneebälle. Das wär doch mal was. Das wollten wir ja machen, so American Gladiators mäßig, dass wir auf so einer kleinen Planke sind und uns gegenseitig da runterschmeißen müssen. Richtig. Ach, was ja auch ganz fies wäre irgendwie was unter Wasser oder so. Oh, richtig, genau. Richtig. Das wäre das wär unter Wasser mit so Luftlöchern, wo man rein. Genau, kann. Immer wieder nur mal ein paar Luftlöcher und sowas. Und ihr müsst euch finden und schauen, dass er nicht nebenbei erstickt. Das wäre vielleicht auch eine coole Idee. Das wäre richtig. Das wäre richtig gut. Also Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ja, ideal. Ein wunderschönes Schlusswort, finde ich. Ja. Ja, dann nochmal schönen Dank, dass du hier angezündet hast. Mhm. Ja, gerne, mache ich immer wieder gern. Ja. Hat Spaß gemacht. Jetzt ist es schön warm. Jetzt ist es schön warm. Super, so schön im Sommer, so ein bisschen Feuer legen ist das Beste, was du machen kannst. Das ist wohl wahr. Gut, ich würde sagen, nächste Woche Mittwoch geht's dann wieder weiter. Bis dann. Tschüss. Tschüss.